Hallo Freunde, ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass im September unser großer Urlaub ist und deswegen nehme ich mir den ganzen September frei, was Videos betrifft. Vielleicht werde ich hier und da spontan ein, zwei Livestreams machen, aber das wäge ich dann ab, ob ich Zeit habe. Wir fliegen jetzt nicht groß weg, da wir dieses Jahr echt schon viel Geld ausgegeben haben. Also wir haben einen neuen TV gekauft, eine neue Küche, ein neues Auto und da ist halt schnell mal ein fünfstelliger Betrag weg. Deswegen machen wir dieses Jahr eher easy. Wir fahren zum Beispiel zu der Großmutter von der Elisa nach Dresden für ein paar Tage. Bin schon gespannt, wie die ist. Ich habe die noch nie kennengelernt. Dann fahre ich mit meinem Tätowierer, beziehungsweise mittlerweile ist es einer meiner besten Freunde, nach Essen auf dem Konzert von Warrior Kids. Das sind so Punk-Oi-Legenden aus Frankreich, die es schon seit den 80ern gibt und, glaube ich, sehr, sehr selten in Deutschland spielen. Und sonst gibt es halt nur so Tagesausflüge und mal schauen, auf was man spontan eben Lust hat. Sowas ist auch mal cool und erst nächstes Jahr gönnen wir uns dann wieder etwas Größeres, denn dann hat man wieder ein bisschen gespart. Und wie gesagt, so ein fünfstelliger Betrag haut halt dann doch ein bisschen rein für ein Jahr. Vor allem ist das Jahr noch ein paar Monate. Es geht dann wieder weiter am Sonntag, den 6. Oktober. Klassisch wird es dann wieder jeden Sonntag ein Video geben. Ich finde diesen Rhythmus mittlerweile echt angenehm für mich auch zu produzieren. Und von euch kommt ja auch viel Feedback, dass es cool ist, so immer am Wochenende ein Video zu haben. Und das behalte ich einfach bei. Also da wird es wie gewohnt weitergehen und ich habe schon echt coole Ideen. Ich habe auch meinen Upload-Plan bis Januar schon geschrieben, also damit ich immer so einen Überblick habe und das nicht verliere. Ich finde das für mich immer ganz wichtig, denn sonst verliere ich ein bisschen die Übersicht. Und trotzdem habe ich dann auch auf jedes Video Lust zu machen, auch wenn es terminiert ist. Da habe ich schon einige Skripte geschrieben über coole Toplisten und auch Spiele, die vielleicht noch nicht so bekannt sind oder sagen wir mal bekannt waren, da ich ja nur Retro-Spiele vorstelle. Aber freut euch auf einiges, das ihr vielleicht noch nie davon gehört habt, denn darauf habe ich sehr, sehr Lust. Immer so Sachen, die noch nicht jeder tausendmal auf YouTube durchgekaut hat, vor allem im deutschsprachigen Raum, die euch zu präsentieren. Deswegen will ich auch mal vielen, vielen, vielen Dank an euch sagen. Ich liebe meine kleine Community, ihr seid alle so unfassbar nett zu mir. Und ermutigt mich immer und ihr habt Spaß an meinen Videos zu sehen, ich habe Spaß die zu produzieren und ich finde das so unfassbar cool. Das ist für mich das, wofür ich YouTube machen wollte und wofür sich jetzt YouTube für mich mehr als lohnt und deswegen will ich auch gar nicht aufhören. Aber keine Sorge, ich verändere mich auch nicht, also ich versuche den ganzen Kommerz so weit wie möglich abzutreten, immer noch, also ich werde nie Werbung auf meine Videos schalten. Wenn ich mal Werbung auf dem Video habe, dann tut es mir leid, dann ist es Nintendo oder ein anderer Publisher, der mir da eine Werbung reinhaut. Dafür kann ich dann leider nichts, das kann ich dann auch nicht wegmachen irgendwie. Und ich werde euch auch nie bevormunden, was ihr kommentieren sollt, dass ihr einen Daumen hoch geben sollt, abonnieren sollt, die Glocke aktivieren. Das muss jeder für sich selbst wissen. Deswegen grüße ich auch mal alle stillen Zuschauer, denn ich bin auch ein stiller Zuschauer, da ich es immer auf der YouTube-App am TV schaue und dann kann man eben nicht kommentieren. Deswegen auch schon mal tausend Dank an die ganzen stillen Zuschauer. Ihr bedeutet mir genauso viel wie meine üblichen Verdächtigen, die immer kommentieren. Jetzt habe ich viel zu weit ausgeholt. Eigentlich wollte ich euch nur kurz sagen, dass ich halt frei nehme im September. Deswegen, wir sehen uns spätestens am ersten Sonntag im Oktober oder eben bei ein, zwei Livestreams, falls ich spontan Zeit habe. Deswegen, macht euch einen wunderschönen September. Wir sehen uns spätestens im Oktober und nochmal tausend Dank für alles.